Ich habe immer Sorge, irgendwas übersehen zu haben, beispielsweise. Na, das brauche ich jetzt nicht. Ja, schön, wenn ich es mitnehmen könnte, aber ein altes Problem. Geht halt nicht. Immer die Sorge, dass ich hier so ein Tagebuch da übersehe. Böses Fass. Das wäre sehr, sehr ärgerlich, wenn das passieren würde. So, immerhin zwei von dreien haben wir. Ach ja, je. Ich hätte es mir denken können. Ja, in der Ruhe. Wir haben ja schon hier so ein bisschen dafür Sorge getragen. Sehr gut. So, seid ihr alle glücklich? Das ist cool. Ich bin dann auch glücklich. Wenn ihr glücklich seid, geht's mir prächtig. So. Ich hätte mir denken können, dass wenn ich hier die Tür öffne, dass es dann natürlich direkt an der Tür Ärger gibt. Logisch. Warum auch nicht? Wieder ein böses Fass weg damit. Lauter böse Fässer. So, da ist die nächste Tür. Da geht's Treppe auf. Kann man schon in etwa sehen, was uns da erwartet? Ich glaube, noch irgendein Wachmann, ne? Ist da irgendwie angesagt? Hm. Hier ist nichts. Da stand zwar ein Fass, aber das war nicht böse. Das war ein gutes Fass. Das durfte da bleiben. Jo. Das ist die Ruhe vom Sturm. Ich habe da ganz üble Vibes im Augenblick. Das ist mir ein bisschen zu ruhig hier. Was ist sonst, dass hier 10.000 Gegner auf einem Haufen und jetzt tut sich erstmal nichts. Zeichnung, Fenster sein, könnte ich mir vorstellen. Die sehen schon nicht schlecht aus. Oder nee, das macht keinen Sinn hier an Fenstern. Dann sind das ganz normale Bilder. Trotzdem, ich hab's gedacht, irgendwie eine. Ja, das übliche Problem mit der Energie. Irgendwer schmeißt da irgendwelche Sachen. Ich bin noch nicht da. Holy moly. Okay. Oh, hallo. Ich habe die Befürchtung, mich da irgendwie zu weit vorzuwagen. Ich will hier nicht raus, ne? Das ist das Problem. Ich will hier erstmal die ganzen Tagebücher finden und so weiter und so fort. Und nicht nachher irgendwie die Quest zu schnell abschließen. Das wäre nicht unbedingt mein Begehr. Ist jetzt alles easy? Yeah.
los. Konzentration. Ach, da ist einer, der macht das schon nicht ärger. Sieht aber auch. Heftig im Nehmen, also muss ich schon sagen. Wie ich schon mal sagte, ich mag ihre Art, wie sie sterben. So, damit hätten wir jetzt hier den Bereich auch soweit. Oh. Ich sollte den Mut nicht zu voll nehmen. Ich würde sagen, auch soweit bereinigt, aber nein, nichts dergleichen. Irgendwelche Tagebücher? Irgendwelche Tagebücher? Oder ne, dafür waren hier irgendwelche Handschuhe oder so. Wo sind denn die ganzen Tagebücher jetzt noch versteckt? Und noch dieses eine. Dieses eine einzigste. Wo geht's denn hier hin? Komische Dingenskirchen, was auch immer. Böses Fass. Oh, tatsächlich böses Fass. Oh, 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 ganz böses Fass. Uiuiui. Extrem böses Fass. Reitschwert. Ich glaube, das war jetzt keine gute Idee. Jetzt kommen wir hier nicht weg. Die sind wirklich nervig. Erstaunlich, dass ich das Ganze einigermaßen gut überstanden habe hier. Mit relativ wenig Schaden. Ich will nicht da noch weiter rein. Dachte ich gerade, wenig Schaden? Sollte den Mund nicht zu voll nehmen, das ist nie gut. Ja, verdammt. Nein, nein, nein. Ah, Jesus. Boah, ja, also, verdammt, die Fässer, was ist denn das denn jetzt hier? Oh nein! Oha. Ich habe keine Tränke. Ja. Ich sehe es. Wo bin ich denn hier reingeraten? Da ist gut und so weiter und so fort. Ich würde ganz gerne, wenn es geht, einen Heiltrank bekommen. Ah, da ist einer. Immerhin. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. So heftig. Schlecht ging es mir noch nie, glaube ich.
Gott sei Dank. Vielen, 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 vielen Dank. Was ist das hier? Jemand nehme ich mit. Das andere Ding lasse ich da mal in Ruhe. Weiß nicht, was das bringt. Achso, hier vielleicht die Beinlinge noch mitnehmen. Vorsichtig. Oh, ich sah mich schon sonst wo. In Valhalla oder so. Keine Ahnung. Das war aber jetzt Rettung in letzter Minute. Was ist das? Schrein der Gier. Deswegen. Ja, ich will gar nicht da irgendwie gierig und so sein. Ich suche immer noch mit sehr viel Engagement und Vehemenz ein gewisses Tagebuch. Das wäre mir viel, viel lieber als alles Gold, was ich hier irgendwie abgreifen kann. Neben Tagebücher sind mir irgendwelche Heiltränke sehr willkommen. Ich weiß nur nicht, wo ich jetzt hier am besten, günstigsten weitergehe und danach suche. Ja, wie gesagt, ich habe so ein bisschen den Bammel, da irgendwo zu landen, wo ich vielleicht noch gar nicht hin sollte oder so. Wo renne ich eigentlich jetzt selber gerade rum und hin? Weiß es nicht. So, ich wollte mich jetzt hier so ein bisschen in diese Richtung orientieren, bevor wir uns zu sehr in dieses Gebiet da vorwagen. Ich weiß wirklich jetzt nicht, was da jetzt... was ist jetzt richtig, was ist falsch? Gibt es hier überhaupt ein richtig und falsch? Keine Ahnung. So, bin ich auf dem Weg? Jo. Das hier so ein bisschen hin und her. So, nee. Ich gehe wieder. Türen, mit denen man interagieren kann. Interagieren soll. Die ist ganz deutlich verschlossen. Seid ihr hier, um für diese Geiseln zu bezahlen? Nee, ich zahle hier nicht für Geiseln. Für Geiseln könnt ihr bezahlen. Ich bitte euch! Hilfe, bitte! Ja, wieder so eine Geschichte hier von wegen Befreiung der Geiseln, das kann man vergessen. Man hat seine Liebe Not, selber hier am Leben zu bleiben. Man kann nicht irgendwelche Geiseln noch befreien, das kann man knicken. Ich glaube, die sind. Also solche Sachen sind dafür angelegt, dass man hier wirklich damit mehreren sich dann da ran begibt, weil alleine. Kann man das überleben, ja, aber ich glaube kaum schaffen, hier irgendwie die Geiseln da frei zu bekommen, irgendwie. Das ist, ich fürchte, nahezu aussichtslos. So, ja, schön, dass ich hier hinten hingegangen bin. Ich glaube, dann war das das. Also das war das hier mit dem hinteren Bereich. Dann muss ich also nach da vorne, um da weiterzumachen. In der Hoffnung, dass ich dann da auch wirklich... dass ich dann da auch wirklich das noch fehlende Tagebuch finde.
Ich hoffe mal, ich habe hier auch wirklich jetzt alles gegrast. Truhe. Die hatte ich noch übersehen. Aber sonst ist hier auch nichts, ne? Ich sehe hier nichts Tagebuchartiges, förmiges, wie auch immer. Aber ein böses Fass. Ha. Meine Taschen sind voll. Ach, jetzt geht das wieder los. Das musste ja früher oder später eintreten. Entschuldigung, wenn ich immer mal wieder gucke. So. Das heißt, jetzt geht es tatsächlich nur noch in diese Richtung. Moment. Was übersehen? Ach nee, das war hier nur dieser Eckbereich bedacht. Da wäre noch was anderes. Alles klar. Dann bin ich hier doch richtig. Da war ich schon. Ah ja, hier nicht Bilder bewundert, bevor dann irgendwelche ganz bösen Dinge passiert sind. So, da ist eine Falle. Die lassen wir schön da bleiben. Da ist noch ein böses Fass, das muss weg. Besser dreimal zu viel geguckt als einmal zu wenig. Blende des Lichts. Das ist auch wirklich nichts. Huch, ein böses Fass mit Gold. Hier ist die Blende des Lichts. Aber auch hier kein Tagebuch zu sehen. Wieder dieses böse Teil, das dürfen wir nicht berühren. Da ist ein böses Fass. Moment. Achso, alles klar. Ja, dann gehe ich doch hier so weiter. Dann umgehe ich den Bereich hier direkt. Oh, da liegt noch was auf dem Boden rum. Ein Bienen, ein Rohr, glaube ich. Wenn ich ganz verlesen habe. Und dann geht's jetzt hier lustig weiter. Lustig. Heiter. Immer weiter. Auf der Leiter. Okay. Die hätten wir. Ein böses Fass. Auf jeden Fall haben wir dann den Bereich. Auch erledigt. Jetzt wirklich. Ich kann nicht mehr tragen. Jetzt wirklich.
Warte mal, ein schönes. Gibt's irgendwas, was ich rausschmeißen könnte? Geld? Nicht wenig? Oh, Moment, ich sehe das gerade. Da war doch gerade was. Minus 20, minus 19, minus 8, minus 2. Dorninge, Beinlinge des Schreiters. Aber ich habe da welche, die habe ich ja schon aufgewertet. Da habe ich ja Geld reingesteckt und so. Das sollte man vielleicht nicht machen, beziehungsweise erst machen, wenn man hier wirklich die Dinge hat, die am Ende sind. Also wo nicht mehr viel zu machen ist. Ja gut, dann ist das halt so. Ne? Dann habe ich da halt ein bisschen was. Wir müssen Sachen ja auch mal ausprobieren. Ne? Das ist ja auch Sinn und Zweck eines solchen Spiels, glaube ich. Immer noch. So, plus 33, plus 33. Beides haben die gleichen Werte bezüglich der Rüstung. Magischer Beinschutz plus 1,6% Gesamtrüstung. 1% Schadensreduzierung. Okay, die bieten mir 13 Dornen. Was bringen diese Dornen? Ich mache da erstmal nichts. Waffentechnisch plus 24. Ja, da muss ich nicht lange überlegen. Den habe ich auch auf. Ja gut, mit dem, das war ja sowieso nur erstmal ein Versuch. 156, bla bla bla, 13. 40% Trefferchance. Das ist mir eh egal. Ich wechsle die mal aus. So, da ist nichts zu holen, da auch nicht. Dann lassen wir das erstmal so weit. Tagebuch des Archivars habe ich immer noch nicht gefunden. Nein, ins Vergnügen. Ich gehe mal wieder raus. Ich sehe doch da schon wieder Ärger rumstehen. Ein Fass. Bank. Das ist schon mal Geschichte. Das sind wieder nette Fässer, da kann ich nichts mitmachen. Hinsetzen kann ich mir auch nicht. War das wirklich nur diese eine Sturmwag hier an dieser Stelle? Ganz viele Türen. Da wartet doch schon wieder Ungemach auf uns. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Welches Ungemach das sein wird, werden wir dann in der nächsten Aufnahme-Session erfahren werden. Auf jeden Fall. Gehe ich mal ganz stark von aus. Ich hoffe, wir kommen wieder an dieser Stelle raus. Ja, dass ich höre jetzt hier an der Stelle auf, wie ihr schon jetzt vermutet, sehr stark. Und ich hoffe, dass wir hier an dieser Stelle wieder einsteigen werden können in der nächsten Woche, in der nächsten Aufnahme-Session. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und genießt die Zeit.